Ihr kennt das Prozedere. Fehlverhalten wird gemeldet, Befehlstreue honoriert. Ich habe jetzt zu tun. Ihr wartet hier, bis ihr eine neue Order bekommt. Später. Gerade nicht. Bisschen in Alpmagie eingesteckt. Für die Blitzfaust als Vorstädter zwar und Blizzard gegönnt. Das Magie trägt nicht die Firma. Die kann ich mir nicht gönnen. Wegen der Scouts. Status? Ich habe sie gefunden. Warum stehen sie dann nicht vor mir? Sie haben sich den Klerikern angeschlossen. Unmöglich. Sich einer schwächeren Streitmacht anzuschließen, widerspricht jeder Logik. Ihre Gründe haben mich nicht interessiert. Alles, was ich weiß, ist, dass sie sich in der Burg aufhalten. Auf jeden Fall lohnt es sich nicht, einen weiteren Gedanken an sie zu verschwenden. Du lässt ihnen das einfach so durchgehen? Natürlich. Von meinem Standpunkt aus gesehen sind sie totes Material. Und im Gegensatz zu den Klerikern verfügen wir über ausreichend Ressourcen, diesen Verlust auszugleichen. Wir sollten uns jetzt darauf fokussieren, dass sich der Vorfall nicht wiederholt. Während deiner Abwesenheit habe ich eine zweite Einheit ins Grenzgebiet abkommandiert. Ich will, dass du sie aufsuchst und bei Problemen intervenierst. Am besten schickst du sie gleich zurück ins Depot. Etwaige Verluste müssen ja nicht unnötig in die Höhe getrieben werden. Nicht nötig. Ich bin ihnen schon begegnet. Und? Irgendwelche Vorkommnisse? Nein, ich habe sie vor den Klerikern gewarnt, sodass sie hierher zurückverlegen konnten. Sehr gut. Was mich angeht, bist du rehabilitiert. Ich bekomme also meinen alten Rang zurück? Da nichts gegen dich vorliegt, um deine Loyalität in Zweifel zu ziehen, werde ich deinem Wunsch entsprechen. Allerdings muss dafür die Auswertung deines individuellen Erfahrungsschatzes positiv ausfallen. Ist dies der Fall, werde ich dich zum Commander ernennen. Oh, richtig, das kann ich schon machen. Wegen der Scouts. Status? Exzellent. Gerade nicht. Wirklich? So schnell? So einfach? Kann nicht sein. Da gibt es doch mehr zu tun. Ich bin bereit. Ernenne mich zum Commander. Dann lass mal sehen. Die Analyse deines Bewegungsprofils hat reichhaltige Daten zutage gefördert. Deine Problemlösungsrate ist erstaunlich. Die Frage der ausreichenden Erfahrung stellt sich somit nicht mehr. Und mein Wohlwollen habe ich dir bereits zugesichert. Unterm Strich widerspricht nichts deinem Antrag. Glückwunsch, Commander. Wie ich dich einschätze, bist du daran interessiert, deinen Schutz zu optimieren. Deshalb gestatte ich dir den Zugriff auf Waren der Klasse 3. Such Askel auf. Den Weg kennst du ja bereits. Gut. Welche Aufgaben soll ich übernehmen? Mach dort weiter, wo du aufgehört hast. Du bist ein Spezialist für Außeneinsätze. Es wäre ineffizient, dein Augenmerk auf etwas anderes zu richten. Dort draußen gibt es noch genug zu tun. Du wirst eigenständig ein Lagebild erstellen und dort aktiv werden, wo ein Einsatz sinnvoll ist. Versuch stets, im Sinne der Direktive zu handeln. Das ist der einzige Befehl, den ich dir mit auf den Weg geben werde. Wegtreten, Commander. Fulminant. Ich hier. Echt jetzt? Das war's. Oh, ich bin so effektiv. Man kann es einfach nicht glauben. Schauen, ob ich mir überhaupt die Rüstung leisten kann. Ich habe nicht mal die Trooper-Rüstung gekauft. So effektiv war ich. Alter, anscheinend bin ich durch bei den Alps. Ich habe nicht mal die Magie ausprobiert. Oh, irgendeine Passion wird sich schon noch finden, damit ich das alles ausprobieren kann. Da bist du ja. Ja. Du hast. Kann ich mir das leisten? Ah! Oh. Aui.
Oh. Kann es mir nicht leisten. Okay, dann habe ich noch ein weiteres Ziel. Mal diese Rüstung leisten zu können. Ja, nee, das ist nicht drin, das Geld. Okay. Dann ist das Alp Commander Playthrough erst fertig, wenn ich die Rüstung fertig habe. Oh. Krass. Einfach krass. Ah, hier. Warte kurz. Ich habe mit Askel gesprochen. Wegen der Elix-Köder. Du erinnerst dich? Ja, es geht um die Häscher. Genau. Ich war mir nicht ganz sicher, wie lange das Kontrastmittel braucht, um in das Gehirn von ihnen vorzudringen. Askel meinte, es müsste jetzt reichen. Wir könnten die Gehirne ernten gehen. Als Motivation möchte ich noch einmal erwähnen, dass deine Bezahlung äußerst großzügig ausfallen wird. Du weißt, wo du mich findest. Alles klar. Gut. Ich erwarte dich bald zurück. Mit Emotionen ist nicht zu spaßen. Treibt es nicht zu weit und er... Da gehen wir doch hin. Testen alles, was wir gelernt haben. Dass wir wirklich diese Mission fertig bekommen. Oh. Riskanter Aufenthalt an diesem Ort. Okay. Haben wir doch schon alles durch. Ah ja, Magie. Oh ja, weiß nichts. Das hat auf jeden Fall viel Schaden gemacht. Das drücken auch oder passiert das einfach so? Ja, wurscht, ich habe Elix-Tränke. Irgendwo. Mana-Trank, da geht's dann ab. Oh. Das ist nicht für Mana-Regeneration oder Elix-Regeneration. Muss ich dafür Elix essen zum Beispiel? Nein. Huh. Mana-Tränke sind für alles da. Ich werde nochmal testen. Wow. I am wrong. Nice. Ich sie nur aus toten Körpern rausbekommen und durch Schlafen oder was? Eigen. Eben. Edipa Baby. Ein Lad Reference. Die Lelix bekomme ich da aber nicht raus. So. Viel zu wenig. Dann komme ich keinen entscheidenden Blizzard-Sturm zusammen. Was. Jetzt noch was. Ui. Ich weiß nichts. Das killt mich fast. Das einzige, was es bis jetzt mal gemacht hat. Das Timing. Okay. Naja.
Begeistert bin ich jetzt nicht von der Alpmagie. Hier in eines Eschers. Aber, wie schon gesagt, effektiv sind wir. Wir sind schon Commander. Vom Rang her. Der Loot auf jeden Fall noch nicht. Da bin ich noch nicht weit vorne. Mit guter Constitution gemacht wieder. Ist gerade egal. Depot zurück. Ah, schlaf. Ich hab nicht anscheinend. Sicher bin, dass Schlafen auch meine Punkte verbessert. Meine Elex-Leiste unten auffüllt. Mit Emotionen ist nicht zu sparen. Wegen der Mutanten. Ich habe die Gehirne der Häscher dabei. Ah, ausgezeichnet. Ich habe fast nicht mehr damit gerechnet, dass du lebendig zurückkommst. War es denn schwierig, die Gehirne zu besorgen? Die habe ich mit einer Hand hinter dem Rücken zum Frühstück verspeist. Na, wenn das so ist, dann wird dir das hier als Belohnung ja vermutlich ausreichen. Du kennst das Prozedere. Ich werde dafür sorgen, dass die Gehirne fachgerecht konserviert werden, damit ich sie mit meinen Schülern obduzieren kann. So lange habe ich keine Arbeit für dich. Ich komme auf dich zu, falls ich mal wieder etwas von dir brauche. Ach, fast hätte ich es vergessen. Danke? Fantastisch. Ich weiß, ich hätte mehr Geld bekommen, wenn ich gesagt hätte, dass es fast mich mein Leben gekostet hätte. Wie viel Geld haben wir? Lyre. Hör mal, ich hätte da ein weiteres Anliegen an dich. Ich möchte einige strategische Pläne der Berserker erforschen. Das ist jetzt nicht sonderlich überraschend. Weißt du denn schon, wo du solche Pläne finden könntest? Eine Gruppe Berserker, die solche Pläne haben könnte, ist gerade im Umland des Forts von Tavar unterwegs. Wir sollten uns das mal genauer ansehen. Gut, gehen wir und suchen deine Berserker. Dann los, bevor sie weg sind. Ich verstehe immer noch nicht, warum mein Volk so eine Angst vor den Berserkern entwickelt hat. Alles, was fremd ist, wird oft als Bedrohung empfunden. Die Berserker stehen für die Menschen und die Natur ein und versuchen, beides zu erhalten. Ihre Methoden sind oftmals sehr esoterisch. Etwas, das überwiegend wissenschaftlich denkende Alps nur schwer nachvollziehen kann. Dann, ich kann dein Verhalten mir gegenüber nur schwer nachvollziehen. Daher muss ich dich darüber in Kenntnis setzen, dass ich mich von dir fernhalten werde, wenn sich an diesem Zustand nichts ändert. Dann finden wir heraus, ob diese Berserker da drüben ebenfalls so denken. Verdammt! Dawkins soll mir endlich helfen, meine Infektion in den Griff zu kriegen. Stattdessen reiße ich mir ein Bein aus für die Sechs der Macht. Na. Ja, was auch immer gerade passiert ist. Die mag mich nicht. Dass die Menschheit überhaupt noch existiert, grenzt an ein Wunder, wenn ich mir ihre Wurzeln hier so betrachte. Ja, Mann. Ich habe zu tun. Sag immer. Irgendein roter Punkt hier hinten. Warte. Glaube. Was ist das für ein Biester um die Ecke bei euch? Ich erinnere mich, ich war da schon mal. Du willst die Berserker beklauen. Wie sollten sie schon darauf reagieren? Sie müssen nicht reagieren, wenn sie uns nicht erwischen. Und wenn doch, dann räumen wir sie eben aus dem Weg. Wir werden uns schon ein bisschen erwischen. Wie das auch noch hier. Hat uns doch nicht erwischt.
Oh je. Aus den High Ground raus, Jax. Oh, Myra wird zerstampft. Infektion. Haben sie schon fast wieder vergessen. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. So wenig Leben. Tödliche Gefahren lauern hier. Ah. Oh. Direkt Herbert hinter mir. Oh je. Gehen wir mal rein. Schauen, wo eure Pläne sind. Alles klar, Jungs. Alles klar. Was gibt's da zu glotzen? Ich soll hier niemanden rumstreuen lassen. Also verschwinde und mach hier keinen Ärger, klar? Das ist es, was Nyra haben will. Besser, ich verschwinde jetzt. Dir bitte. Ah, sind wir ziemlich schnell entkommen. Beim Wüstenteufel schalten wir auch noch aus. So, alles klar. Hier sind die strategischen Pläne der Berserker. Meine Analyse geht gut voran. Ich denke, wir beenden unsere Zusammenarbeit nun. Was? Jetzt schon? Wir fingen doch gerade erst an, uns zu verstehen. Du weißt, was ich will. Ich will das Volk der Alps beschützen. Und du weißt, was ich will. Dass du hier an meiner Seite kämpfst. Das kann ja ewig dauern. Ich habe bei weitem Besseres zu tun. Moment mal. Du bist mir noch etwas schuldig. Du wirst gefälligst bleiben, bis wir durch sind mit der Sache hier. Ich warne dich. Nein, du bist jetzt Teil der sechsten Macht und es wird Zeit, dass du das endlich akzeptierst. Wie jeder andere auch. Das war nicht die Vereinbarung. Ich habe dir jetzt oft genug geholfen. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo du etwas zurückgibst. Du kannst immer noch zurück zu den Alps ins Depot, wenn du deine Pflichten erledigt hast. Und wie soll das aussehen? Fangen wir damit an, die Bastion sauber zu halten. Du teilst mich zur Reinigung der Wohnräume ein? Zur ersten Abkühlung würde ich vorschlagen, gehst du auf die Jagd und sorgst dafür, dass sich die Tiere in der Umgebung nicht mehr vermehren. Ja, aber... Es sei denn, du hast eine bessere Idee. Nein. Gut, dann würde ich vorschlagen, gehst du gleich los und machst, worum ich dich gebeten habe. Ich werde es tun. Ich werde in Kürze vorbeischauen und deine Arbeit kontrollieren. Jawohl. Echt? Gibt's sie? Was ist hier los? Oh, eine kleine Portion Elix. Felix. Arsch. Wirklich? Ach, Scheiße. Wirklich? Was war das gerade? Oh,
Oh, was war das gerade? Wird ein Hühnchen eingefroren. Ich schätze, sie wird's. Oh. Ich kann die Arbeiten selber erledigen, wie es ausschaut. Oh, nein. Ich hab erledigt. Was sieht das? Sie macht die Arbeit. Sie macht die Arbeit. Oh, schaut diese Dinger. Komm her. Nicht so weit gehen, um dich zu looten. Oh boy. Oh, habe ich gleich das Gefühl, dass sie ein bisschen nutzlos ist. Also, ich weiß nicht, ob ihr mir zustimmt, aber ich würde schon sagen, dass sie der schlechteste Charakter in dem Spiel ist, in dem alten Spiel. Oh, da habe ich Duras sogar noch mehr mögen. Dann habe ich sofort gekillt, wie ich die Chance hatte. So einmal. Ruhe. Yay. Schafft es nicht allein weiterzugehen. Alles. Wenn du mir bei der Säuberung helfen würdest, ginge es entschieden schneller. Ich denke darüber nach. Ganz wie du willst. Bist du nur rum. Ah, ich sehe schon. Ich mach schon. Sex wird schon richten. Oh. So schaut das Helfen anscheinend aus. Ich mach die Arbeit. Was sie da drüben nur rumsitzt. Was das für Dialekt dort war. Was für ein Dialekt wechsle ich gerade. Ja, gute Arbeit, Myra. Gute Arbeit. Gutes Teamwork. Gut, dass ich die Aufgaben gebe, die so schwierig sind und anspruchsvoll. Die Umgebung der Bastion ist jetzt sauber, oder? Dann hätte ich den nächsten Auftrag für dich. Was denn? Den Hausputz für deine Lakaien? Wie ich sehe, bist du immer noch nicht abgekühlt. Das Feuer lodert noch immer in dir. Es wäre besser für uns alle, wenn du erst einmal für eine Weile den Wachdienst innerhalb der Bastion verrichtest. Aber... Ich will, dass du dich endlich anpasst und begreifst, worum es hier geht. Na gut, ich werde es tun. Dann will ich aber eine präzise Anweisung, wie dieser Wachdienst aussehen soll. Um die Menschen der sechsten Macht zu schützen, solltest du alle Bereiche, die von ihnen bewohnt werden, beobachten. Die Menschen sind flexibel und selten fest an einer Position. Das macht es schwierig, sie alle fortwährend im Blick zu haben. Dann sieh es als Herausforderung. Das ist doch... Aber gut, wie du befiehlst. Und wie lange? Bis du wieder einen klaren Gedanken fassen kannst und dein Gemüt abgekühlt ist. Du wirst mich nicht einfach vergessen und in der Bastion versauern lassen. Nein, habe ich nicht vor. Gut. Ich dabei mache. Jetzt hier einfach nur irgendwo rumstehen oder muss ich später nochmal zu ihr kommen? Nicht jetzt. Okay, komm später nochmal zu ihr. Wie lang sind wir schon in der Folge? Noch. Das finde ich doch noch. Da war irgendwo der Fluss. Hier unten waren noch Viecher zum Bekämpfen. Da gehen wir rüber. Bruising. Sehr gut. War noch ein ich waren die hier drüben schon mal. Warte mal. Ja, okay.
Hier so eine Kralle fliegen schicken. Wow. Gibt's hier Platz? Die fliegen schön. Okay, jetzt sind wir an der richtigen Stelle gleich. Ja, da drüben geht's weiter. Was habe ich hier für ein Ding mit? Nicht, dass ich brauche. Da ist dann der Bosskampf irgendwo, den ich suche. In der Höhle vor mir. Brutan, Freistoß! Brutan, Freistoß! Aber nicht so gut. Blutkralle hat uns am Anfang auch ein paar Mal getötet. Schaden macht an das Ding. Ich brauche die Loot von den fetten Typen Dingern. Dann war da oben noch ein Camp, wo wir vielleicht noch eine Quest rausholen können. Da wir jetzt ziemlich schnell unterwegs sind. Das auch schnell wirklich sein. Ja. Ich glaube, dass da oben eine Quest sein wird. Da drüben ist die Random Party. Sonst sind da zwei Tote dann halt. Sehr effizient rüber geflogen. Alles klar, Jungs. Ich habe gerade keine Zeit. Habt ihr die Zeit einmal? Dann halt nur Teleporter nehmen. Dann mal in Richtung Nyra schauen. Oh, sollte mal das Geld drin sein für die Aufrüstung. Oh, Viecher killen gibt dir gutes Geld. Jetzt darf ich mich nur von niemandem anquatschen lassen. Das wird der schwierigste Teil. Nicht jetzt. Ich habe... Toll. Gehen wir eine Runde schlafen. Dann spricht sie vielleicht mit mir. Dass der Passus 3 diese Mission beendet, was auch sein kann. Wer weiß, wie lange das noch gut geht. Ist wohl besser, wenn ich gar nicht erst darüber nachdenke. Nicht jetzt. Okay. Es geht nicht weiter. Wie viel Geld haben wir? Oh, viel zu wenig. Oh je. Yeah. Ja, dann machen wir den fetten Fight hier.
dann wird schon genug Geld zusammenkommen. Hier haben wir das, Arp. Magie fehlt ein bisschen was. Über Handgranaten. Jax, hör zu. Wir müssen reden. Bitte nicht. Wie ist die Lage? Mich erreichten gerade Nachrichten über eine... Wir müssen... Ja, schon. Ich muss sagen, diesmal kann ich skippen. Ja. Haben wir auch schon gesehen. Naja. Ah, Lyra ist diesmal wieder dabei. Ich denke, es ist nicht so cool, wie ich es mir erwartet habe. Eigentlich ziemlich nutzlos. Machst du was, Mädel? Mein Kopf! Ich muss mich konzentrieren. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Das Ding wird dann gleich mal verkauft. Hey, Karl ist da. Cool. Gute Arbeit, Junge. Dann kriege ich Schaden, wenn ich da von denen das Leben aufsauge. Und macht das Team gute Arbeit. Ja. Er liegt am Boden. Ah. Okay, der Kampf schaut diesmal schon viel besser aus. Ah ja. Macht nicht ganz den Schaden, den ich gehofft habe. Zu. Es reicht jetzt. Ich will wieder eine richtige Aufgabe. Hm, ich bin mir nicht sicher. Hast du über unser Arrangement nachdenken können? Ja, und du kannst mir vertrauen. Ich werde dir keinen Ärger mehr machen. Okay, dann halte ich bereit. Wir werden bald wieder in den Kampf ziehen. Gut, ich werde mich darauf vorbereiten. Wenn du also wieder einmal eine Waffengefährtin an deiner Seite brauchst, ich bin ab jetzt wieder verfügbar. Wir kämpfen gerade. Wir sind mitten im Kampf. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Oh. Der Kampf ist noch nicht fertig. Ah, oh, Nasty ist außer Gefecht. Liegt schon wieder nur rum. Hey du, wie sieht's jetzt aus? Nein. Von mir aus kannst du dir alleine den Schädel einschlagen lassen. Ich werde deinen merkwürdigen Plan nicht weiter unterstützen. Was denn? Jetzt, wo es spannend wird, ziehst du den Schwanz ein? Okay, wie du willst, dann eben nicht. Ich werde die Sache schon selbst auf die Reihe kriegen. Also dann, ciao, wir sehen uns. Oder auch nicht. Ich bin gerade verwirrt. Wahrscheinlich kann ich einer nassen Mission noch folgen. Oh. Der Kampf jetzt vorbei oder nicht? Habt ihr alles besiegt da drüben? Bin ich ja tot, wie es ausschaut. Oh, was zum Teufel. Was zum Teufel.
haben wir es jetzt geschafft. Alles gereinigt hier. Was zum Teufel? Oh, ich habe nicht mal statt Rüstungsupgrades kommen. Der Typ fightet noch. Oh, der trainiert das Kind. Was zum Teufel ist hier los? Das war knapp. So fühlt sich das also an, wenn man den Boden unter den Füßen verliert. Ah, du hast ja keine Ahnung. Vom eigenen Volk verraten und ausgestoßen zu werden. Das bedeutet, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Rückblende. Die kennen wir schon alle. War sicher keine leichte Zeit für dich. Nein, nicht wirklich. Glaube ich gerne. Doch im eigenen Zuhause vom Feind angegriffen zu werden, ist auch keine Kleinigkeit. Gut, dass diese Biester nichts mehr an ihre Herrchen weitergeben können, sonst hätten wir bald eine Garnison der Skyans hier bei uns. Was lässt dich glauben, dass sie das nicht könnten? Nun ja, sie sind alle erledigt. Ich traue diesen Viechern mittlerweile eine ganze Menge zu. Warum nicht auch so etwas wie Telepathie? Mach keinen Scheiß, Mann. Dann hoffen wir besser, dass du Unrecht behältst. Was kann ich noch tun, um unsere Situation zu verbessern? Ach, du bist ein bisschen komisch in letzter Zeit. Fühlst du dich nicht gut? Ja, ich weiß, ich sollte dringend etwas gegen meine Aussetzer unternehmen. Ich kümmere mich darum, sobald ich die Zeit dazu finde. Du hast in jedem Fall erst einmal genug Waffengefährten rekrutiert, dass es eigentlich für den Moment reichen müsste. Interessante Truppe ist das. In der Tat. Was steht als nächstes an? Lass mich erst noch einmal eine Bestandsaufnahme machen. Dann sehe ich besser, wo wir gerade stehen. Ich gebe dir Bescheid, wenn ich wieder deine Hilfe brauche. Vielen Dank. Wir werden unsere Bemühungen verdoppeln. So etwas darf nicht noch einmal passieren. Geld bekommen? Nein. Und Chronigeld bekommen, wenn ich die Mission bei ihm abgebe? Dann noch. Das ist mein Bestmate Crony. Oh. Ich brauche deine Hilfe mit ein paar durchgeknallten Robots. Analyse. Funksprüche maschineller Einheiten der Kleriker zeigen starke Anomalien auf. Ja, richtig. Du hast die Fehlfunktionen also auch schon analysiert. Was ist da los? Unzureichende Informationen. Benötige Datenaustausch mit Zentralrechner der Kleriker. Du meinst dieses Ding, diesen Bordcomputer der alten Welt. Kalan. Positiv. Eine direkte Verbindung mit Kalan erforderlich. Bitte wiederholen. Mein Kopf. Na schön, dann muss ich dich wohl irgendwie mit dem Allerheiligsten der Kleriker verkuppeln. Positiv. Ich bin gespannt, was dieser antike Kasten der alten Welt noch ausspuckt. Ich werde dich zu ihm bringen. Das gut für die nächste Folge. Oh, what? Mitkommen. Für die nächste Folge. Klingt das gut.